gerade an dieser Achse gelegen bis nach München, sage ich jetzt mal. Ich glaube, allgemein wird das gern getrunken. Ja. Ja. Da kann man nie was falsch machen. Ja. Gerade auch mit diesen Rebsorten, auch mit Trebbiano oder so. Das ist ja einfach sehr angenehm. Ja. Unkompliziert auch, ja. Genau, unkompliziert zu trinken. Ab und zu wissen, wenn ich bei uns im Restaurant bin, wissen die Gäste nicht, wie sie sich ausdrücken sollen. Ja, haben sie gesagt, ja, sie wollen einen guten Wein, der irgendwie jetzt nicht nach irgendwas Speziellen schmeckt. Genau. Also und dann gibst du ihnen irgendeinen Lugano oder einen Custozzo. Ja, genau, das habe ich gemeint. Das sind für die meisten Gastronomen eine sozusagen idiotensichere Weine. Da gehst du immer auf Nummer sicher. Ja. Der Rosé hier kommt auch aus Gardasee. Und der wird als gleiche Traubensorte wie der Chiaretto Bardolino. Mhm. Also, gestellt. Auch sehr angenehm, frisch, saftig, fruchtig. Ein klassischer Sommerwein, Terrassenwein. Okay, auch ein bisschen gekühlt getrunken am liebsten. Auch am liebsten. Also, ja. Schön kühl. Und da haben wir den Montepulciano noch. Der ist auch ein sehr kräftiger Rotwein aus den Abruzzen in dem Fall, DOC. Kommt aus der Nähe von Pescara, ein kleines Weingut, namens Tenuta del Priore. Sehr gut. Und das ist so gut, fanden wir so gut, dass ein Teil davon, wie gesagt, sogar in diese Barrique gelagert wird. Ah, ja? Zu reifen, ja. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und den verkaufen wir dann als offene Weine. Ja. Schön. Da wäre vielleicht nochmal ganz interessant, vielleicht so der Unterschied. Wir haben ja da jetzt Montepulciano d'Abruzzo, das heißt, das ist die Montepulciano Rebsorte, ja, aus den Abruzzen. Und dann nochmal der Unterschied zum Vino Nobile, die Montepulciano, das wird ja auch. Ja. Ab und zu ein bisschen verwechselt. Also, ja, das wird, vielleicht magst du da nochmal. Ja, klar, es wird ja auch verwechselt, weil der Name bringt natürlich zur Verwechslung, ja. Aber Montepulciano, die Stadt, hat mit dieser Traubensorte gar nichts zu tun. Also Vino Nobile di Montepulciano besteht im Grunde aus einem natürlichen Klon von Sangiovese. Genau. Prognolo Gentile. Prognolo Gentile auch genannt. Ja. Und Montepulciano ist als Traube eine der bedeutendsten Traubensorte Italiens. Ich glaube, das mittlerweile am vierten Stelle von der Anbauzone, also von der meist angebaute Traubensorte. Ja. Das heißt, es kommt sehr oft zum Verwirrung, diese Montepulciano oder Vino Nobile Montepulciano. In der Tat sind zwei ganz verschiedene Weine. Genau, da ist jetzt noch der Montepulciano. Das ist der Barrique, was wir schon vorher beschrieben haben. Und der Unterschied ist nur, dass er, wie gesagt, 9 Monate in diese neue Barrique gelagert wird. Da die Menge so limitiert ist, wird auch im Grunde nur an Privatleute, an Privatkäufer angeboten. Wir haben viel zu wenig davon. Okay. Und dann tust du selber da rein in die. Das wird hier gelagert, wie gesagt, und dann nach einer gewissen Zeit, wenn ja die Reifung, aber nicht vor 9 Monate, nach einer gewissen Zeit wird ja dann. Wenn du dann, also wenn ihr dann glaubt jetzt. Wir probieren so immer wieder, probieren und wenn er richtig schmeckt, wie wir uns vorstellen, dann wird umgefüllt, ja. Ja, vielen Dank, dass du uns da schon mal ein bisschen hinter die Kulissen hast schauen lassen. Ja, gerne. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir zu unserem Verkostungstisch und tun ein bisschen verkosten. Ich werde versuchen, auch nochmal so ein bisschen die grundlegenden Sachen ein bisschen näher zu bringen, auf das man beim Verkosten achtet oder achten sollte und vielleicht auch nochmal ein paar Gedanken dazu sagen. Und dann freue ich mich schon auf ein spannendes Verkosten mit Weinen, die du ausgesucht hast. Gerne. Schön.